Kapitel 2 Nomi hatte von ihrem Mann her einen wohlhabenden Verwandten namens Boas. Er gehörte ebenfalls zur Sippe Elimelechs. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Nomi: »Ich möchte gern hinausgehen und die Ähren auflesen, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben.« »Geh nur, meine Tochter«, sagte Nomi. Ruth kam zu einem Feld und las Ähren hinter den Schnittern auf. Es fügte sich, dass das Feldstück zum Besitz von Boas gehörte. Im Lauf des Tages kam Boas aus der Stadt zu seinen Leuten hinaus. »Jahwe sei mit euch«, begrüßte er seine Schnitter. »Jahwe segne dich«, erwiderten sie. Boas fragte den Mann, der die Aufsicht führte: »Zu wem gehört diese junge Frau?« »Es ist eine Moabiterin, die mit Nomi aus dem Grünland Moabs zurückgekommen ist«, erwiderte der junge Mann. »Sie hat gefragt, ob sie hinter den Schnittern her die Ähren auflesen darf. Von morgen an bis jetzt war sie auf den Beinen und hat sich kaum in den Schatten gesetzt.« Da sagte Boas zu Ruth: »Hör zu, meine Tochter. Geh nicht auf ein anderes Feld zum Ährenlesen. Bleib hier und halte dich zu meinen Mägden. Geh hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht anzutasten. Und wenn du Durst hast, dann geh zu den Krügen und trink von dem Wasser, das meine Leute sich dort schöpfen.« Ruth warf sich vor ihm zu Boden und sagte: »Womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin?« Boas entgegnete: »Man hat mir genau berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes an deiner Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater, Mutter und Heimat verlassen und bist zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Jahwe möge dir dein Tun vergelten und dich reich dafür belohnen. Jahwe, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz unter seinen Flügeln zu finden.« »Du bist so gütig zu mir, Herr«, erwiderte Ruth. »Du hast mir Mut gemacht und so freundlich zu deiner Magd gesprochen, obwohl ich noch viel geringer bin als eine deiner Mägde.« Zur Essenszeit sagte Boas zu ihr: »Komm zu uns und iss von dem Brot. Du kannst es auch in den Weinessig tunken.« Da setzte sie sich zu seinen Leuten. Boas gab ihr so viel Röstkorn, dass sie sich satt essen konnte und sogar noch übrig behielt. Als sie wieder zum Ährenlesen aufstand, befahl Boas seinen Leuten: »Lasst sie auch zwischen den Gaben sammeln und treibt sie nicht weg. Ihr könnt sogar Ähren aus den Gaben fallen lassen, damit sie sie auflesen kann. Und beschimpft sie nicht.« So sammelte Ruth auf dem Feld bis zum Abend und klopfte dann ihre Ähren aus. Sie hatte etwa 17 Kilogramm Getreide zusammengebracht. Sie nahm es auf und brachte es in die Stadt. Ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dann holte Ruth heraus, was von ihrer Mahlzeit übrig geblieben war, und gab es ihr. Da fragte Nomi: »Wo hast du heute Ähren gelesen? Auf wessen Feld bist du gewesen? Gott segne den, der es dir erlaubt hat.« Sie berichtete ihrer Schwiegermutter alles und sagte: »Der Mann, auf dessen Feld ich heute war, hieß Boas.« Da sagte Nomi zu ihr: »Er sei gesegnet von Jahwe, der uns seine Gnade nicht entzogen hat, weder uns Lebenden noch unseren Toten. Du musst wissen«, fuhr sie fort, »Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von unseren Lösern.« Ruth, die Moabiterin, erzählte weiter: »Schließlich hat er noch zu mir gesagt, dass ich mich zu seinen Leuten halten soll, bis sie die ganze Ernte eingebracht haben.« Da sagte Nomi: »Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden aufs Feld gehst, dann wird man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen.« So hielt sich Ruth zu den Mägden des Boas und las Ähren auf,
bis die Gersten und auch die Weizenernte vorbei war. Dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter